Okay. Nur ganz kurz. Gibt's jemanden, der sagt, ich könnte das in einem Satz festhalten, ich könnte das so zusammenfassen, was Erweckung ist? Okay, zwei Stimmen dazu und alle anderen jetzt wieder leise sein. Psst. Also Erweckung ist auf jeden Fall was, wo vom Himmel was runterkommt, wofür wir nichts können. Insofern hat der Alf also wirklich recht. Dabei wollte ich heute reden darüber, wie kriegt man Erweckung in 3 Schritten. Also für mich ist Erweckung ein Prozess, etwas, was halt weiter wächst. Okay, du darfst noch was sagen, aber du musst nach vorn kommen. Ich bin nämlich nicht so ein Strippenzieher. Also Erweckung ist sowas, wie der Name das schon sagt, wenn man schläft und Erweckung, da wird man halt wie erweckt aus dem Schlaf. Und wie wenn man im Schlaf nicht ganz bei Bewusstsein ist, merkt man halt, wenn man aufgeweckt ist oder aufgewacht ist, was man halt für Fehler hat, kann ich zu Gott bekennen und dann ist alles gut. Oder so ähnlich. Dankeschön. Wer von euch kann gar nichts mit dem Begriff anfangen? Haben alle schon mal so ein bisschen gehört? Okay. Erweckung hat was zu tun mit dem Bibelvers, der steht in Epheser 5, Vers 14. Und zwar steht dort, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Hier geht es um das Aufwachen und das Aufwecken, Aufstehen von den Toten. Ja, in Analogie zu der Auferstehung Christi, dass Jesus auferstanden ist am Kreuz, was wir gerade vor einer Woche ganz groß gefeiert haben zu Ostern, wird es oft bezeichnet, dass Menschen, die ein neues Leben mit Jesus beginnen, die von Neuem geboren sind, dass sie leben und sonst ist der Mensch geistlich tot. Das heißt, dieses Wachauf bezieht sich auf Menschen, die leben, aber die eingeschlafen sind, auf Christen, die irgendwie ihr Christsein dahin leben, aber nicht so richtig wach, nicht so richtig bei der Sache sind. Und das Stehauf von den Toten bezieht sich auf Menschen, die eben noch nicht dieses geistliche Leben haben, die tot sind, die mit Jesus auferstehen müssen. Und Christen müssen es wieder ganz neu lernen, dieses Aufzuwachen, dieses ganz bewusste Leben und in dieser Freundschaft mit Jesus. Und ich glaube, wenn wir diese neue Hingabe zu Jesus erleben. Ich habe das mal so definiert, ich würde Erweckung so erklären, leidenschaftliche Hingabe von einer ganzen Masse von Christen hin zu Jesus, das ist dieses Aufwachen und als Folge eine auch massenhafte Bekehrung von Nichtchristen. Das ist dieses Auferstehen. Ja? Also wenn Christen wirklich diese Hingabe zu Jesus ganz neu leben, wenn sie wirklich Nachfolger von Jesus werden, wenn sie sich gebrauchen lassen von Gott, wenn sie Jesus verkörpern, ja, dann ist es eine logische Folge. Jesus wird sie gebrauchen, der Heilige Geist wird sie gebrauchen in dieser Welt und sie werden eine ganz normale Attraktivität ausstrahlen, wie Jesus sie ausgestrahlt hat. Und die Folge davon ist, dass Menschen Teil dessen sein wollen, dass Menschen dazukommen, dass Menschen sich bekehren, wie wir das manchmal nennen. Das heißt, dass sie umkehren, dass sie eine Freundschaft mit Jesus starten. Warum Ostdeutschland? Auch nach knapp 30 Jahren nach der Wiedervereinigung ist es immer noch so, dass Ost und West nicht so richtig eins sind. Entgegen vielen Beteuerungen von manchen Politikern oder auch anderen Menschen, die sagen, ja, es gibt keine Trennung mehr und ist doch alles dasselbe. Diese Unterschiede, die tatsächlich noch da sind, spürt man besonders im Bereich Religiosität und Spiritualität. Und es ist bei uns im Osten ganz besonders so eine Bewegung zu erleben, und zwar eigentlich zwei gegenläufige Bewegungen. Das auf der einen Seite haben wir eine krasse Säkularisierung und auf der anderen Seite eine Spiritualisierung. Das bedeutet, auf gut Deutsch, die Säkularisierung heißt, Menschen treten massenhaft aus den Kirchen aus, interessieren sich nicht für Religion und irgendwie Kirche hat keine Antworten mehr für sie und Gott spielt eine immer kleinere Rolle in ihrem Leben und auf der anderen Seite suchen sie ganz neu nach übernatürlichen Erfahrungen. Eine Sehnsucht ist da nach
Dingen, die irgendwie größer sind, als man selbst ist. Ja, es ist ein ganz normales Phänomen der Postmoderne, dass Menschen nach dieser neuen Spiritualität suchen, zu allen möglichen Buddhismus-Seminaren rennen und New Age-Sachen und Yoga und alles, was in die gleiche Richtung geht, wo man versucht, mehr zu erleben als dieses ganz normale, was wir aus der Moderne kennen, alles, was mit dem Kopf fassbar ist, ganz normales Faktenwissen. 2012 hat die University of Chicago eine Studie herausgebracht, die heißt Belief About God Across Time and Countries, also der Glaube an Gott über Zeiten und Länder hinweg. Und in dieser Studie haben sie 30 Länder, die mehr oder weniger christlich geprägt sind oder waren, untersucht und befragt. Und zwar über eine ganze Zeit hinweg, seit 1991 immer wieder. Und es kommen ganz interessante Ergebnisse heraus. Heutzutage ist Ostdeutschland, sie haben Ost- und Westdeutschland getrennt, weil es so unterschiedliche Ergebnisse waren, Ostdeutschland das Land Nummer 1 weltweit im Bereich Areligiosität. Die Frage, glaubst du an irgendeinen Gott? Die haben 13% der Deutschen mit Ja beantwortet. Zum Vergleich auf den Philippinen, das stand ganz oben auf der anderen Seite der Skala, sind es 94% der Menschen, die die Frage mit Ja beantwortet haben. Und es gibt 59% der Deutschen, die gesagt haben, ich habe noch nie an irgendeinen Gott geglaubt, der Ostdeutschen. Also es ist ganz krass, wir leben in einer Zeit hier in Ostdeutschland, wo Gott eine immer geringere Rolle spielt. Es ist nicht mehr so, nicht mal mehr so, dass man irgendwie nochmal ein Stoßgebet zum Himmel schickt, wenn man irgendwie in einer brenzlichen Situation ist oder so. Es gibt keine Oma, die den Enkel nochmal irgendwas aus der Bibel erzählt hat oder sowas, sondern es gibt einfach gar keinen Bezug mehr dazu bei vielen, vielen Menschen. Gar keine Bewegung mehr in die Richtung, keine Idee mehr, wer überhaupt Gott ist. Das ist irgendwie so ein leerer Begriff geworden. Und ein Ergebnis dieser Studie ist auch, dass ältere Menschen wesentlich mehr noch glauben als Jüngere. Das heißt, je jünger die Menschen sind, desto weniger haben sie diese Frage überhaupt mit Ja beantwortet, dass sie jemals an irgendeinen Gott geglaubt haben. Man sagt auch in der Soziologie, die Menschen in Ostdeutschland haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Es ist überhaupt keine Idee mehr davon da, wer Gott überhaupt ist. Ich weiß, dass die meisten hier, die jetzt hier in diesem Raum sind, sich viel in christlichen Kreisen bewegen und das vielleicht gar nicht so sehr nachvollziehen können. Vielleicht kannst du es doch nachvollziehen, wenn du dich mit deinen Arbeitskollegen oder deinen Klassenkameraden, deinen Kommilitonen besprichst, unterhältst. Professor Dr. Michael Herbst, der ist Professor an der Universität in Greifswald, er hat dazu gesagt zu dieser Studie, es ist das erste Mal in der Weltgeschichte, dass Mission auf ein stabiles, areligiöses Milieu trifft. Wir haben ja eine Situation, die es so noch nie gab. Mach nochmal weg, sorry. Gehst du nochmal zurück, danke. Oder eine Folie danach, bitte. Ich glaube, dass gerade das, dass Ostdeutsche so gar keinen Gottesbezug mehr haben, nicht unbedingt nur ein großes Problem ist, wie es oftmals gesagt wird. Oh nein, es ist so schlimm und Gemeinden verlieren hier an Mitgliedern und Gemeindearbeit ist bei uns so schwer. Ja, stimmt. Aber ich glaube, dass gerade in dieser Situation auch eine ganz große Chance steckt. Weil du nicht erst kommen musst und Menschen irgendwelche komischen, verzerrten Gottesbilder erstmal zerstören musst, irgendwie korrigieren musst, sondern wir haben die Möglichkeit, Menschen ganz neu zu prägen, ihnen ganz neu zu zeigen, wer Gott ist. Die Frage ist nur, was prägen wir? Wer ist Gott für mich? Wer ist Gott für dich? Was zeigst du Menschen, wenn sie wirklich wissen wollen, wer Gott ist? Was erleben sie von dir? Und auf der anderen Seite haben wir diese Suche nach dieser Spiritualität. Ja, Leute probieren alles Mögliche aus. Und irgendwie haben wir beide Bewegungen zugleich. Aber die Menschen kommen niemals auf die Idee, die Antworten, die sie suchen, nach diesen übernatürlichen, übersinnlichen Erfahrungen, in der Kirche zu suchen. Weil die Kirche irgendwie für sie nicht diese Antworten gibt. Sondern sie suchen sie in irgendwelchen
Zentren von mit Esoterik-Sachen oder mit von irgendwelchen Pendeleien oder was auch immer. Ich glaube, dass Ostdeutschland die Speerspitze von einer gesellschaftlichen Entwicklung ist, wie wir sie in den nächsten Jahren nicht nur bei uns, sondern auch in Westdeutschland, auch in Westeuropa, auch in Amerika, auch in anderen Ländern des Westens erleben werden. Ich weiß, Westdeutschland und andere Länder sind in diesem Bereich der gesellschaftlichen Entwicklung ein paar Jahre hinterher, vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre hinterher. Aber ich glaube, dass es auch passieren kann, dass es dort so weit kommt. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt hier bei uns an neuen Gedanken entwickeln, an neuen Konzepten vielleicht entwickeln, dass das Frucht bringen kann für auch andere Gemeinden, andere Dinge, andere Christen in ein paar Jahren. Ich glaube, dass wir einfach neu denken müssen. Ich glaube, Gott wünscht sich Erweckung, und zwar mehr, als wir es uns wünschen. Die Frage ist nur, was hindert ihn daran? Sind es wir vielleicht? Können wir vielleicht doch was tun für Erweckung oder was sein lassen? Gibt es Dinge, die unsere Seite betreffen? Was muss Gott tun, was müssen wir tun? Ich weiß, Gott können wir nicht kontrollieren und irgendwelche Dinge irgendwie von ihm fordern oder so. Aber vielleicht gibt es doch die ein oder andere Sache, die wir bei uns verändern können. Warum funktionieren unsere bewährten Evangelisationskonzepte nicht mehr? Dieses, wir gehen auf die Straße und erzählen den Menschen, wenn du morgen vom Bus überrollt wirst, wo kommst du dann hin? Und dann sagen die Leute, ja, ich komme in den Himmel, weil ich, da fragst du, wieso? Na, weil ich so ein guter Mensch bin. Und dann sagst du, nein, das geht nicht darum, nur ein guter Mensch zu sein und gute Taten, sondern du brauchst die Gnade Jesu. Und das ist das, was dich rettet. Diese Entscheidung für Jesus. Okay, und wenn die Leute sagen, nein, ich komme morgen, wenn ich überfahren werde, ich komme in die Hölle, dann sagst du, wieso? Naja, weil es alles so schlimm ist und ich so schlecht bin. Dann sagst du, aber die Gnade Jesu ist da. Das Kreuz, er ist für dich gestorben und es gibt Hoffnung für dich. Aber wenn du heute in Ostdeutschland auf den Markt gehst und Menschen so begegnest und mit dieser Frage, sie antworten dir wahrscheinlich sowas wie, naja, unter die Erde komme ich, wenn ich sterbe. Himmel und Hölle sind keine theologischen Konzepte mehr, die sie irgendwie füllen. Und deshalb müssen wir vielleicht mal umdenken. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir das Kreuz oftmals verengen auf Sündenvergebung. Wir haben in den letzten Wochen dazu eine Themenserie gehabt, die hieß Kreuz und Quer, wo wir darüber gesprochen haben, welche Bedeutung das Kreuz alles hat. Oftmals gehen wir so ran, ja, wenn wir, wenn Menschen Jesus begegnen wollen, wenn Menschen Christen werden wollen, dann müssen sie vorbei an diesem Kreuz. Und dieses Kreuz steht für Sündenvergebung. Das heißt, dieses Kreuz ist dafür da, dass wir all diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, dass Gott sie vergibt. Und das ist vollkommen richtig. Nur ist das Problem, dass viele Ostdeutsche mit diesem Konzept von Schuld und Sünde nichts anfangen können. Sünde ist für uns ein Stück Kuchen zu viel essen. Oder mal irgendwie ein heißes, erotisches Abenteuer erleben. Sünde ist eher was Positives. Und wenn wir dann ankommen und sagen, Jesus will all deinen Sünden vergeben, dann muss ich nachdenken, was habe ich denn Schlimmes gemacht? Ich bin doch eigentlich ganz guter Mensch. Ich habe 3 Kinder und ein Haus und ich fühle mich ganz wohl. Irgendwie können Menschen oftmals damit gar nichts anfangen. Und dann kommen wir und müssen ihnen erstmal erklären, wie sündig sie sind, damit sie müssen ja die Schuld erstmal sehen, die Sündenerkenntnis haben, damit das Kreuz für sie überhaupt erst Sinn ergibt. Und dann kommen Christen an und sind moralisierend und kommen und sagen, das machst du falsch und das ist nicht richtig und so geht ein richtiges Leben. Damit Jesu Gnade auch erst mächtig werden kann, wie Paulus das so schön formuliert. Und ich glaube, dass wir an der Stelle genau das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich wollen. Ja, dann ist jemand, der sagt, ich habe eigentlich schon genug Baustellen in meinem Leben. Ich muss irgendwie gucken, dass meine Ehe zusammenhält und dann ich meinen Job behalte und sowas. Und jetzt kommst du auch noch mit diesem Gott, das ist nochmal eine Baustelle extra, kann ich gerade nicht gebrauchen. Nein, danke. Geh an der nächsten Tür klingeln. Und ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich glaube, dass wir eigentlich Antworten haben auf die Fragen, die die Menschen stellen. Das Problem ist, dass wir oftmals Fragen beantworten, die die Menschen gar nicht haben.
Fragen, die keiner bestellt, die keiner stellt. Sondern ich glaube, das, was wir machen müssen, wir müssen neu gucken, was sind die Fragen der Menschen um uns her? Was bewegt sie? Was treibt sie um? Wir sind immer noch unterwegs in dieser alten Frage von Luther aus der Reformationszeit. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Ja, wie schaffe ich das irgendwie, dass Gott, dieser strenge Richtergott, dass der nett zu mir ist und dass ich in den Himmel komme? Und dann wird Religion ganz schnell zu so einem Kuhhandel, zu so einer Sache, ich gebe Gott irgendwas, um mein Schäfchen im Trocknen zu haben. Und das, ich gebe dir was, du gibst mir was. Und dann wird das so ein Tauschhandel. Und ich glaube, dass es bei Jesus überhaupt nicht darum geht. Aber wir beschäftigen uns trotzdem immer wieder mit dieser Frage, irgendwie, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie komme ich in den Himmel? Und wir wollen Leuten diese Frage beantworten, obwohl für sie der Himmel erstmal gar nicht existiert und das gar keine Frage für sie ist. Und ich glaube, auch dieses Bild von dem strengen Richtergott haben viele Menschen meiner Generation und jünger gar nicht mehr. Das betrifft vor allem die Leute, die irgendwie kirchlich sozialisiert sind. Und die gibt es auch. Und für die ist diese Frage immer noch sehr relevant. Aber wenn wir mit Leuten sprechen, die irgendwie mit Kirche gar nichts am Hut haben, die haben diese Frage gar nicht mit diesem strengen Gott. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, sie haben einfach, dieser Gottbegriff ist gar nicht negativ konnotiert. Er ist einfach nur leer. Oder irgendwie, ja, nichts so richtig Theologisches, was jetzt mit meinem Leben was zu tun hat. Sondern es ist vielmehr, ja, irgendwie so ein Begriff aus dem Bereich der Mythen vielleicht. Wir müssen neu lernen, was sind die Fragen der Menschen? Gerade der Menschen, die gar kein Gottesbild mehr haben, die nichts erwarten, aber auch nichts befürchten von Gott. Und das Coole ist, dass das Kreuz tatsächlich Antworten darauf hat, wenn wir es nicht immer so verengen auf diese eine Sache der Sündenvergebung, die ohne Zweifel absolut richtig und wahr und wichtig ist. Aber ich glaube, dass Jesus für viel mehr gestorben ist, als nur für Sündenvergebung. Ich glaube, dass wir viel mehr Probleme haben, als nur Schuld. Ich glaube, dass die Fragen der Menschen viel mehr sind, wie kann ich meine Kinder richtig erziehen? Wie kann Beziehung gelingen? Wie finde ich meinen Partner? Wie kann ich Familie zusammenhalten? Wie komme ich raus aus der Einsamkeit? Wie gehe ich um mit Verletzungen, mit Enttäuschung? Und ich glaube, dass das Kreuz genau auf diese Fragen Antwort gibt. Jesus hat die größte Enttäuschung überhaupt erlebt. Er hat erlebt, wie seine Jünger, die immer gesagt haben, ja, ich stehe zu dir, und der Petrus sagt, ich werde dich niemals verlassen, und schon ein paar Stunden später ist er weg und verrät Jesus. Die Menschen, die ihn an dem einen Tag noch zujubeln in Jerusalem, der König, Hosianna, er kommt, am nächsten Tag stehen zum Teil dieselben Menschen da und rufen, kreuzigt ihn. Jesus weiß, was Enttäuschung ist. Und Jesus ist genau dafür gestorben und hat das mit ans Kreuz genommen. Jesus weiß, was Einsamkeit ist. Er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man in der schlimmsten Situation ist und die Freunde, die eigenen Freunde sitzen daneben und schlafen ein. Hier haben wir wieder das. Sie schlafen ein, wo Jesus sie braucht. Jesus weiß auch, wie sich Gottverlassenheit, so eine richtige Einsamkeit anfühlt, wo man merkt, Gott ist nicht da. Und Menschen werden es niemals erleben, dass Gott nicht da ist. Aber trotzdem werden sie sich immer mal wieder, oder fühlen sich manche Menschen einfach Gott verlassen und weit weg von Gott. Jesus ist der Einzige, der es wirklich erlebt hat. Der zur Sünde wurde und deshalb mit Gott nicht zusammen sein konnte. Und für eine Zeit von ihm verlassen wurde. Er ist der einzige Mensch, der das jemals spüren musste. Und er hat das mit ans Kreuz genommen und ist genau dafür mitgestorben. Jesus ist für unsere Scham mitgestorben. Da, wo wir nicht Wertschätzung, wo wir Geringschätzung erleben, wo wir entehrt werden, wo wir uns selber beschämen oder von anderen beschämt werden. Jesus ist beschämt worden, er ist bespuckt worden, er ist nackt ausgezogen worden, er ist geschlagen worden, er ist von Soldaten irgendwie lächerlich gemacht worden. Jesus ist zur Schau gestellt worden am Kreuz. Alle haben ihn ausgelacht und verhöhnt. Jesus weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich schämt. Und all diese Dinge, die hat er mit ans Kreuz genommen. Er ist genau für diese Dinge gestorben. Das Kreuz hat so viel mehr zu bieten, als wir manchmal daraus gemacht haben, als Christen. Ich glaube, dass das Kreuz Antworten auf die Fragen hat, die die Menschen sich heute auch stellen. Und ich glaube, dass wir als Christen an dieser Stelle wirklich auch unseren Blickwinkel erweitern dürfen und sehen dürfen, wir haben die besten Antworten. Wir haben die Antworten auf die Fragen. Wir müssen bloß mal zuhören, welche Fragen wirklich gestellt werden.
Und Jesus ist da und möchte all diese Dinge eintauschen. Er tauscht deine Schuld, deine Sünde gegen Freiheit, wenn du es annimmst. Er tauscht deine Einsamkeit gegen echte Gemeinschaft. Er tauscht Enttäuschung gegen ein Gefühl der Sicherheit, gegen Treue, die er dir nur geben kann. Jesus ist bereit, alles zu tauschen. Er tauscht unsere Scham gegen Anerkennung, Wertschätzung und Ehre. Wir dürfen Menschen zeigen, wie Jesus das in unserem Leben getauscht hat. Wir dürfen Menschen zeigen, wie inspirierend, wie begeisternd, wie erfrischend und belebend eine Beziehung mit Jesus sein kann. Ich glaube, das ist es, wo wir etwas tun können. Es geht nicht um den Druck, irgendwie, dass du jetzt deine Freunde bekehren musst und dann bricht Erweckung aus. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, dass wir jetzt alle irgendwie, wir müssen jetzt losgehen, losziehen und irgendwie allen Leuten irgendwas erzählen, sondern ich glaube, weißt du, Erweckung kannst du nicht machen, aber das, was du machen kannst, ist, du kannst dich um dein eigenes Herz kümmern. Und damit fängt Erweckung an. Du kannst dafür sorgen, dass deine Freundschaft mit Jesus echte Ausstrahlung hat. Du kannst dich um dein Herz kümmern. Ein erwecktes Herz, ein erfrischtes Herz, das ist attraktiv, das ist stark, das bewegt was, das ist lebendig, das pulsiert. Und wie kommen wir dahin, zu dieser Ausstrahlung? Die letzten 24 Stunden, bevor Jesus gestorben ist, hat er mit einem Gebet gesprochen. Die Theologen nennen das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17. Und mir sind immer besonders 4 Verse daraus wichtig. Und die ersten 2 von diesen 4 möchte ich heute vorlesen. Und die nächsten 2 kommen beim nächsten Mal. Und Jesus sagt dort, betet zum Vater und sagt, ich bitte nicht allein für sie, das sind die Jünger, die um ihn herum stehen, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind also wir heute. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Welt glaubt an Jesus, dass er der Gesandte ist, dass er der Retter ist. Wenn sie sehen, wie wir eins sind mit ihm und mit dem Vater, so wie Jesus eins war mit dem Vater. Ich glaube, ein Schlüssel liegt darin, wie wir eins sind mit Jesus. Jesus sagt es selber, wenn du deine letzten 24 Stunden hast, dann kannst du über alles Mögliche sprechen, aber normalerweise sprichst du über das, was dir wirklich am allerwichtigsten ist, was dir wirklich nochmal auf dem Herzen liegt. Dein Vermächtnis, das, was du wirklich hinterlassen willst, das ist das, was du sagst, wenn du weißt, du wirst bald sterben und Jesus wusste es. Und er spricht hier darüber, er sagt, ich wünsche mir, dass ihr eins seid mit dem Vater, denn dadurch wird die Welt mich erkennen. Ich glaube, dass unser einziger Job es ist, dass wir in Jesus sind. Wir in ihm, er in uns. Er ist der Weinstock, wir sind die Rebe, wir müssen eingepflanzt sein. Ja, wie ein Schwamm, den ich ins Wasser hineintauche. Das Wasser in uns und wir in dem Wasser. So ist es mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass es nicht darum geht, dass du immer dich anstrengst, irgendwie noch ein heiligeres, besseres Leben zu leben. Ich glaube, dass all diese Anstrengung mehr oder weniger umsonst ist. Ich glaube, das Einzige, was du machen kannst, was du wirklich selbst tun kannst, ist, dass du dich darum kümmerst, dass dein Herz in Gleichklang ist mit dem Herzen Gottes. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann färbt Jesus auf uns ab. Wenn wir uns diese Zeit nehmen, wie diese Lebezeit, die wir hier bei uns oft machen, eine Zeit, wo wir persönlich Gott zuhören und einen Brief von ihm an uns schreiben und hören, was Gott uns zu sagen hat. Aber es geht nicht nur um deine persönliche Zeit mit Jesus, es geht auch darum, dass du Jesus einfach in deinem Alltag immer wieder suchst. Wenn wir das leben, ich glaube, dann wird er immer mehr auf uns abfärben. Er wird immer mehr, sein Wille wird zu unserem Willen. Dass es nicht darum geht, ja, irgendwie, ich muss eigentlich so leben, aber eigentlich möchte ich ja das. Eigentlich möchte ich lieber hier mich durchwurschteln und nicht die Wahrheit sagen,
aber ich weiß, ich bin Christ, ich muss es ja. Aber wenn wir immer mehr unser Herz synchronisieren mit dem Herzen Jesu, dann wird es passieren, dass du es gar nicht mehr willst, dass dein Wille ist, dass du richtig lebst. Dass dein Wille ist, dass du das tust, was das Beste für dich ist, was Jesus schon immer gesehen hat, was das Beste für dich ist. Und ich glaube, das ist unsere einzige Aufgabe, die wir haben, dass wir immer wieder fragen, wie komme ich näher an Jesus heran? Wie kann ich mein Herz mit seinem Herzen immer mehr in Einklang bringen? Wie kann ich das immer mehr synchronisieren, unseren Herzschlag? Sodass ich erlebe, dass ich das will, was Jesus will und dass ich das hasse, was er hasst. Automatisch. Eine intrinsische Motivation. Nicht von außen, sondern einfach nur, es ist viel einfacher. Mein Leben macht viel mehr Spaß, weil es ist nicht ein oktroyiertes, von oben aufgesetztes Gesetz und ein Regelwerk, das ich befolgen muss, sondern ich will es von mir aus. Das ist das, was du machen kannst. Achte auf dein Herz. Such Jesus, dass du ihm immer näher kommen kannst. Und ich glaube, das ist es, was uns auch diese Möglichkeit gibt, dass wir aufwachen. Viele Christen leben in diesem Standby-Modus, sind irgendwie Christen, sind irgendwie angeschalten, aber nicht so richtig da. Und die ganze Woche über gehen wir in dem Standby-Modus rum und nur am Sonntag wachen wir auf oder vielleicht am Freitagabend beim Feierabend und sagen, okay Gott, jetzt möchte ich dir begegnen und jetzt möchte ich das irgendwie erleben. Und dann schalten wir mal kurz auf ganz on. Aber ich glaube, wir verpassen ganz viele Gelegenheiten, wo Gott uns in unserem Alltag gebrauchen will. Wo er will, dass wir wach sind. Dass wir ganz normal in unserem Umfeld immer wieder ihn ganz normal mit reinnehmen. Dass wir gucken, Heiliger Geist, was hast du jetzt mit mir vor? Vielleicht jetzt in meiner Klasse gibt es irgendjemanden, dem du ansprechen willst durch mich, dem du was Gutes tun willst durch mich. Gibt es Menschen hier auf meiner Arbeit, in meinem Team, die du segnen willst durch mich? Wo kannst du dich durch mich verkörpern jetzt? Wo kann ich dich heute hier an dieser Stelle verkörpern? Also sucht Gott in deiner persönlichen Zeit, das ist super, macht es. Und such ihn aber gleichzeitig auch den ganzen Tag über. Wir haben deshalb gesagt, wir setzen uns solche Ankerpunkte in unserem Alltag. Diese 19.26 Uhr Wecker zum Beispiel, wo wir einfach immer wieder Punkte haben, wo wir uns daran erinnern, ja Jesus, ich möchte mein Herz immer wieder da hineingeben. Ich möchte immer wieder auch im Gebet bei dir sein. Und Gebet ist ja nicht was, wo wir irgendwie uns verkriechen und auf Knien setzen und eine bestimmte Haltung einnehmen und erst dann ist es richtig Modus Gebet. Und dann, wenn wir fertig sind, Amen, können wir wieder normal Mensch sein. Sondern Gebet ist, dass wir Jesus ganz normal und den Heiligen Geist ansprechen in unserem Alltag. Dass er überall mit dabei ist, mit uns geht. Dass wir ihn einfach im Gebet normal mit, einfach in Gesprächen normal mit einbeziehen. Unsere Gedanken mit ihm teilen. Nicht nur, wenn wir was von ihm wollen. Wenn ich mit meiner Frau spreche und das Einzige, unsere Ehe beruht darauf, dass ich nur zu ihr komme, wenn ich was von ihr will und sonst reden wir nicht miteinander, das ist doch keine Beziehung. Und Jesus freut sich, wenn du ihm einfach nur erzählst, was du gerade erlebst. Wenn du ihm einfach nur erzählst, was dich bewegt, was dich traurig macht, was dich glücklich macht. Jesus freut es am meisten und das bringt Herzen zusammen. Das weckt dein Herz auf. Wenn du diese Nähe zu Gott neu suchst, immer wieder. Ich habe auch mir selber noch einen zweiten Wecker gestellt, der ist immer 10.02 Uhr, Lukas 10, Vers 2 steht, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Ich habe das erlebt, ich war auf einer Konferenz für Gemeindegründer in Kanada und ich hatte mein Handy in der Tasche und wir waren mitten in einer Predigt, in einer Einheit dort und plötzlich fängt mein Handy an zu vibrieren und es klingelt. Und ich denke, oh nein, versuch's irgendwie auszumachen, hab's schnell ausgemacht und es klingelt immer noch weiter. Und dann bin ich ganz panisch, weil das ist ja mehr peinlich. Und in dem Moment registriere ich, dass um mich herum ganz viele Handys klingeln. Dort waren ganz viele Leute, die sich diesen selben Wecker gestellt haben. Den habe ich aus irgendeinem amerikanischen Buch, was ich schon längst wieder vergessen habe, welches das war. Aber trotzdem, jeden Tag klingelt das Ding oder vibriert bei mir ja nur oder ich sehe es manchmal auch erst ein paar Minuten später und dann bete ich dafür, dass Gott Menschen freisetzt, dass sie begeistert sind, als Erntearbeiter zu arbeiten, dass sie diese Erweckung sehen und bereit sind, da mitzumachen. Und das sind so Ankerpunkte, die wir uns setzen können. Das Coole bei dieser Konferenz war, die haben mitten in der Predigt, haben die Predigt unterbrochen, kurz dafür gebetet und dann weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Ich fand das so cool. Einfach so einen Ankerpunkt im Alltag zu haben, wo ich darauf komme, dass ich das immer wieder in meinem Herzen bewege.
such dir solche Punkte in deinem Alltag. Und unsere heutigen Smartphones sind super dazu, super Möglichkeiten, wo du immer wieder Gott begegnen kannst. Wo du immer wieder auf ihn hingewiesen wirst. Vielleicht immer, wenn du ein gelbes Auto siehst. Oder was auch immer. Such dir einfach Möglichkeiten, dass du immer wieder, genau, bei roten Autos hat man, ist man mehr im Gebet oder bei schwarzen. Setz dir solche Ankerpunkte. Achte auf dein Herz. Ich glaube, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir unser Herz mit seinem synchronisieren, dass wir diese Zeit mit ihm verbringen. Und die automatische Folge ist, dass wir das tun, was Jesus will. Was Christen manchmal Heiligung nennen. Dass wir richtig leben. Dass wir die Dinge tun, die uns gut tun. Die Jesus will, weil sie uns gut tun. Dass wir nach Gottes Willen leben. Wie auch immer du das beschreibst. Ich glaube, das ist eine Folge. Das ist nicht das, was wir, wo wir immer nur drauf fokussieren müssen, sondern fokussiere dich allein darauf, dass dein Herz ganz nah bei Jesus ist. Wir können Erweckung nicht machen, aber wir können uns um unser Herz kümmern. Kümmere dich um dein Herz, dass es ansteckend wird für andere. Denn so fängt Erweckung an. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mehr vorhat, als wir uns das ausmalen und denken können. Ich danke dir, dass du Erweckung schenken willst. Und ich bete, dass du uns bereit machst dafür. Ich bete, dass du uns vorbereitest. Ich bete, dass du uns, die wir hier im Raum sind, wach machst. Dass wir aktiv unser Leben leben, nicht im Standby-Modus umherlaufen. Ich bete, dass wir wirklich aufwachen. Ich bete, dass wir ein Herz haben, das wachgerüttelt ist, das nicht schläft. Ich bete, dass wir einfach ganz neu dich immer wieder erleben können, dass wir ganz neu in dieser Beziehung, in dieser echten Freundschaft mit dir sein können und dass das ausstrahlt wie ein helles Licht auf dem Berg und dass es auf andere Leute ganz attraktiv wird. Danke, dass du, Gott, kommst und uns aufwächst, jetzt in diesem Moment.